Hallo? Du bist auf Sendung. Oh shit. Okay, lass gehen. Ja, lass gehen. Hallo, herzlich willkommen bei Bigger Than Jesus, die Musik-Quiz-Show. Ich bin hier mit zwei Gästen aus Hamburg, aus der Hamburger Musikszene. Alter, es fängt gut an. Erster Gast heißt Kobe Rock. Hallo Kobe, wie geht's? Yo, mein Name ist Kobe, alles klar, grüß dich Gott. Was machst du denn hier in Hamburg? Was ich hier mache? Ja. Ich wohne in Hamburg und ich mache ein bisschen Musik. Ja. Ja, ich bin Rapper. Ja, ich bin so ein, aber nicht so ein gefährlicher. So. Ein lieber Rapper. Ich bin lieber Rapper, auch wenn ich anders aussehe. Ja, und ich bin jetzt hier. Ich weiß nicht, was mich erwartet, aber ich bin zuversichtlich. Ja, super. Und ich hab hier einen Buzzer. Also, das ist ein Furzkissen. Also, bin ich Buzzer. Genau, also das ist gut zu wissen. Und unser zweiter Gast heißt Alex von Rotkirch. Hallo Alex, wie geht's? Mir geht's sehr gut, vielen Dank. Ja, was machst du denn? Ich mache Musik, ich spiele Gitarre und singe und schreibe meine Songs und ja, so Akustik, Funk, Rock'n'Roll, kann man sagen. Okay, super. Und was für eine Buzzer hast du da mitgebracht? Auch kein Furzkissen? Kein Furzkissen. Super, dann haben wir unsere zwei Gäste und wir fangen gleich mal an mit den Spielen. Wir gehen jetzt mal ins Runde 1. Runde 1 heißt Knwkl. Das ist ein Spiel, wo ich die Vokale aus Künstlernamen weggenommen habe und ihr zwei müssen raten, wie die Künstler heißen. Unsere Kategorie für heute, boah, kein Vokal, voll schwierig. Die Kategorie für heute ist deutsche Künstler, die ein Nummer 1 hatten in Deutschland. Okay? Ihr habt schon euer Buzzer mal ausgetestet, seid ihr mal hoch. Die Runde geht jetzt mal los. Okay. Zuschauen und los. Peter Maffay. Nein. Buzzen. Ja. Peter Maffay. Nein. Peter Orloff. Achso. DJ Jesse. Ach, scheiße, ich muss mal buzzen. Ich hab noch nicht gebuzzt. Wir müssen jetzt mal buzzen. Rammstein. Rammstein. Oh. Tokyo Hotel. Tokyo Hotel, auch richtig. Ach, Papier. Lauryn Hill. Alphaville. Falco, richtig. Denk Elektro. Uff. Zu spät, Cascada. Cascada. Lena Meyer-Landrut. Ja, richtig. Hansi Hintersee, zu spät. Ich sag Hintersee. Scooter. Scooter, Alex. Ja. Oh! Nubega. Was? Hamburg Number 5, der kommt aus München. Achso. Ja. Kenn ich auch nicht. Marianne Rosenberg war das. Ah. Nina. Ja, du hast gebuzzt. Ich muss das dir geben, leider. Ja, scheiße. Ja, Buzzer sind nicht umsonst da. Milli Vanilli. Ja, Milli Vanilli. So, und? Boney M. Boney war der Letzte. Na, okay. Fuck! Das war der erste Runde. Ja, habt ihr ganz okay. Ja. Müssen wir das mit dem Furzen üben? Ja. Buzzern üben. Und ja, Runde 2 geht jetzt los. Runde 2. Das ist eine Einzelrunde. Ich gebe euch jeweils 5 Fragen. Und das ist, das Spiel heißt... Damn it hard. Das Spiel heißt Next Line. Ich gebe euch ein Lied, ja, ein Titel. Kein Titel. Du musst mir den Titel sagen. Okay. Ich gebe euch den Line und du müsst mir den nächsten Line in dem Lied sagen. Ach, ja? So, nächste Line oder nur den nächste Titel? Nächste Line, nicht der Titel. Okay. Also eben, was ich gesagt habe, stimmte nicht. Okay. Okay. So, wir fangen mit dir an, Kobe. Oha, immer. 5 Lieder. Ja. Der erste Lied. Like a Satellite.
Den Titel wüsste ich, glaube ich, aber Like a Satellite. I'm in orbit all the way around you. Oh, Lena, oh. Satellite, wissen wir. Okay. Sie ist weg. Und sie kommt, nein. Und ich bin wieder allein. Ja, stimmt. Du musst nicht 14, aber das ist cool. Ach so, okay. Trotzdem, gut. Alle Mut. Happy Birthday to you. Ja, das ist... Happy Birthday to you. Richtig, Happy Birthday to you. Ja? Hey Baby, ich mag deinen dicken Po. Hä? Hey Baby, ich mag deinen dicken Po. Komm, wackel deinen dicken Po. Komm, wackel deinen dicken Po. Kobe Rock. Ey, das ist doch von mir, oder nicht? Yes. Oh, ich wusste das nicht. Ja. I'm just a poor boy, nobody loves me. Ja, stimmt. Nein, was kommt? I'm just a poor boy from a poor family. Oh. Queen, Bohemian Rhapsody. Okay, das waren meine 5 Lieder. Ja, dein Lied hast du... Wie viel habe ich davon beantwortet? Keine Ahnung, Mutti weiß. Jetzt frage ich mal Alex, deine 5 Lieder fangen jetzt mal an. No, 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 no. There's no limit. There's no limit, richtig. Deine Mutter hat gesagt, trag nicht so viel Dreck rein. Auf dem Foto in der Küche sieht sie aus wie Katja Epstein. Katja Epstein, da ich kenne Fremi Demi, sehr gut. Halleluja. 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 Ich habe an den anderen Halleluja gedacht. Ach so, okay. Halleluja, aber ich gebe dir trotzdem den Punkt. Das ist unfair, Singer-Songwriter. Ja, ja. Schade. I won't try to make it sound like a reasonable thing to do. Oh. das ist auch ein Song von mir und ich, Zu spät! Yeah, I'll tell you what I need to do. And okay. I won't hurt you even more. Falsch. Oh. Alexander von Hochkirch, alone. Smoke on the water. Smoke on the water. Nee, kann ich nicht das erzählen, okay. Leute. Fire in the sky, deep purple, smoke okay. on the water. Ja, gut, ja, gut, das war Runde 2. Ich ruf schnell mal Mutti an, weil okay. sie weiß, wie was die Punktestand ist. Und so. Mutti. Hallo Mutti. Hallo. Ja, wie ist die Punktestand denn bitte? Es steht 7-6 für Alex. Dankeschön. Oh. Tschüss. Ja. Ja, so, du bist momentan der Führer. Damit gehen wir. Danke. Oh shit, no, sorry. Runde 3. Dankeschön. Es tut mir so leid. Runde 3 heißt Otamatone! Was? Ich habe gehofft, eine größere Reaktion, aber egal. Ja, Runde 3 heißt Otamatone. Das ist eine schöne musikalische Instrument aus Japan. Mhm. Hallo. Und der spielt ganz schön. Ich kann den überhaupt nicht mal spielen, aber ich versuche es mal mindestens. Und ich spiele mal 3 Lieder vor. Und der Erste, der das erraten kann, kriegt Doppelpunkte. Also 2 Punkte. Okay? Okay? Ich muss Gas geben jetzt. Das erste Lied heißt... heißt... Das sage ich dir nicht. So. Take on me, aha. Ja? Take on me, aha. Richtig, Alex, 2 Punkte. Du hättest mal reinbuzzen können. Okay, 2. Lied. The lion sleeps tonight. Ja, sehr gut. In the jungle, the mighty jungle. Und das 3. Lied. Rock Lobster. Rock Lobster, sehr gut. Das war echt klaus. Ich wusste das, aber mein Buzzer funktioniert nicht. Ja, musste man ein bisschen mehr. Er doppelte Punkte bekommen? Ja, der doppelte Punkte bekommen. Okay, okay. Gibt's noch eine Runde, wo man 3 Punkte oder so kriegt? Ja, du könntest gleich absahnen. Ja. Weiß man nicht. Okay, ich bin realistisch. Aber das schauen wir mal, weil gleich kommt's Runde 4. Runde 4, der letzte Runde, der Lightning-Runde. Und dafür muss ich euch, da es unsere erste Show ist, ich habe an euch gedacht und ich dachte, ich gebe euch mal ein paar Geschenke. Oh, yeah. Coole Sache. Ja, mach die mal aus. Ja, pack die mal aus. Kurz Kissen weglegen. Natürlich kann man nicht so viel hören, wenn ich das mache. Happy Birthday to you. You're welcome. Ich gestern Geburtstag. Ja, oh, wirklich? Hast du diesen Geburtstag? Ja. Also Glückwunsch nachträglich, auch wenn du gerade gegen mich gewinnst. Also. Wer bist du? 6? 7? Ja. Gut. 6, 7. 67. super. Ja, das sind magische Tafel. Damit kann man schreiben. Okay. Und ihr müsst jetzt mal aufschreiben. Es wird 6 Lieder mal gespielt. Ja?
Ihr könnt mit dieser schönen Teile an die Seite mal wegwischen. Du hast ja nichts da, aber du kannst jetzt mal so damit wegwischen. Und wir haben... Oh. Ich wusste nicht, dass er Batterie gestreut wurde. Ja, es werde gleich 6 Lieder spielen. Ihr müsst die mal aufschreiben. Mhm. Nur die Lieder brauche ich. Mhm. Und ihr kriegt einen Bonus, 3 Punkte am Ende, wenn ihr mir sagt, was die Verbindung zwischen diese 6 Lieder ist. Wow. Es gibt eine Verbindung zwischen diese 6 Lieder. Ich gebe nochmal Gas. Ey. Okay. Dann, Mr. Music, will you play? You know that I would be a liar if I was to say it to you. I was around when Jesus Christ had his moments of doubt and pain. Me damn sure the... Okay, das war es. Könnt ihr mal mir raten, was der erste Lied war da? Wer ist zuerst dran? Der erste Lied, wenn jemand das sagen kann. Ihr kriegt jeweils Punkte. Nee, einfach sagen. Summertime. Summertime. Hast du Summertime? Ja, nein. Nee, okay, dann ist ein Punkt für dich bei... Janis Joplin. Janis Joplin, richtig. Zweite Lied. Foxy Lady, Jimi Hendrix. Foxy Lady, hattest du das? Nein, hatte ich nicht. Ich hatte... Was hast du da geschrieben? Nichts. Ein Herz. Ja. Okay. Gut gemeint, aber ich kann dir leider keinen Punkt dafür geben. Drittes Lied. Ich habe auf ein Rap-Lied gewartet. Ich habe nur Amy Winehouse. Amy Winehouse. Titel? Irgendwas mit. Schnell mal hinschreiben. Only Good. Nein. Rehab heißt der Lied. Ach klar. Aber Amy Winehouse. Ja. Rehab. Amy Winehouse. Light. Oh. Light My Fire. Light My Fire. Ja, das hab ich. Hast du? Ja, das hast du. Ja, das hab ich. Aber der Punkt zieht auch doppelt bei mir, oder nicht? Einfach nur. Klar, ja, klar. Ja, der nicht. Smells Like Teen Spirit war der nächste. Ja. Von der Banner, das hattet ihr beide wahrscheinlich. Ja. Und das letzte Lied? Sympathy for the Devil. Sympathy for the Devil. Von wem? By Rolling Stones. By the Rolling Stones. Wow. So, jetzt gibt's die Schlüsselfrage für 3 Punkte. Was ist die Verbindung zwischen diesen 6 Liedern? Da sind überall Gitarren dabei. Falsch. Alles Briten? Briten? Nee, Janis Joplin war nicht britisch, glaube ich. Hendrix auch nicht, nein. Nee, Nirvana auf jeden Fall nicht. Nein, nicht. Warte, Moment. Ja. Fire ist mit drin. Nein, auch nicht. Gib mal einen Tipp, einen kleinen Hinweis. Alle tot. Ja, aber... Du kommst näher dran. Alle mit 27... Diesen Club sind die ja, alle... Ja, das ist richtig. Club 27. Die sind alle mit 27 gestorben. Rolling Stones? Stones Brian auch. Jones, der Gitarrist von Rolling Stones. Mit 27 okay. Sehr gut. War einer der... Der noch ein Ehrentreffer zum Schluss. Der Mitglieder, genau. Ja. Okay. Dann super, hast du die 3 Punkte mal bekommen. Dann ruf ich schnell mal Mutti an. Na? Ja. Sie muss ja. Sie hört ja alles. Mama, wer hat gewonnen? Der Alex mit 18 zu 10. 18 zu 10? Wow, ja, mit 8 Punkten? Genau das. Wow, okay. Ja, dann, wann ist Essen? Bald. Okay, danke. Bald. Ja, tschüss. Ciao. So, gut. Alex, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Du hast ja gewonnen. Ich tut mir leid für die, für was ich vorher gesagt habe. Und wir sehen uns dann nächste Woche. Oder irgendwann mal. Tschüss. Peace. Oh, hallo? Ja? Gar nichts. Falsch. Tschüss! Tschüss.